Die Firma Irento aus Berlin. Das junge Start-up testete die Vier-Tage-Woche. Das Ergebnis, die Leute waren letztlich genauso produktiv wie in 5 Tagen, weil jeder möglichst Leerlauf bei seiner Arbeit vermied. Man überlegt sich dann halt zweimal, ob man mal frische Luft schnappen gehen möchte oder kurze Kaffeepause macht etc., was im Büroalltag halt so alles von der Arbeit ablenken kann. Damit Firmen so etwas testen können, möchte die Linkspartei mit Lohnzuschüssen Versuchsphasen für die Vier-Tage-Woche finanzieren. Nach zum Beispiel einem Jahr könnten die Betriebe dann entsprechend Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge abschließen. Die Zuschüsse fielen dann weg. Auch bei der jüngeren Generation oder bei Familien mit Kindern wächst das Bedürfnis, Arbeiten und Leben stärker in Übereinstimmung zu bringen. In der Metall- und Chemieindustrie gibt es reduzierte Wochenarbeitszeiten als Ergebnis von Verhandlungen. Voraussetzung war die hohe Produktivität. Doch steuerlich subventionierte Modelle seien der falsche Weg und es fehlen derzeit die Rahmenbedingungen, mahnen Fachleute. Eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich ist in Deutschland nur dann vorstellbar, wenn wir hochmoderne Arbeitsplätze hier haben, voll digitalisiert. Aber leider ist Deutschland noch nicht so weit. Die 4-Tage-Woche bleibt also erstmal für viele nur ein Traum, der erst in den nächsten Jahren Stück für Stück in Erfüllung gehen kann.